Ein kleines Stück Sportgeschichte hat Markus Fuchs am Donnerstag beim Lise-Prokop-Memorial in St. Pölten geschrieben. Der Niederösterreicher stellt beim traditionellen Leichtathletik-Meeting einen neuen Rekord über 100 Meter auf und ist jetzt der schnellste Mann Österreichs. Dieser Siegerschrei ist am Donnerstag in ganz St. Pölten zu hören. Markus Fuchs und sein Jubel nach dem Rennen seines Lebens. Ich bin wirklich wahnsinnig, aber wahnsinnig schnell, glaube ich, würde sie besser treffen. Ich glaube noch immer, dass es gerade ein Traum ist, aber ja, ich lebe für meine Träume, das wissen ja alle, die mich kennen. Und das habe ich den nächsten Mal wieder so nebenbei erledigen dürfen. Vor einem Jahr stellt Markus Fuchs den Uraltrekord von Andreas Berger ein. Nun gehört ihm der Titel schnellster Mann Österreichs ganz alleine. In 10,08 Sekunden unterbietet er die bisherige Bestmarke gleich um 700stel. Und das soll noch lange nicht das Ende gewesen sein. Lassen Sie uns kurz größenwahnsinnig sein. Wann steht denn der Neuner vorn? Ich bin mir sicher, dass ich erster Österreicher auch sein werde, diese magische Grenze irgendwann. Sei es in einem Jahr, in zwei Jahren. Ich bin noch fit, ich bin jung. Ich habe genug Zeit, ich möchte mich auch überhaupt nicht stressen. Step by step, würde ich sagen. Und gleich noch ein Rekord geht beim Heimevent an die Union St. Pölten. Über 400 Meter Hürden wird Lena Pressler in 56,15 Sekunden Zweite und pulverisiert ihren eigenen österreichischen Rekord um fast 6 Zehntel. Damit lebt der Traum von einem WM-Ticket für Budapest. Ich kann es gerade noch gar nicht glauben, also unvorstellbar. Ich habe schon gewusst, dass ich gut drauf bin und das ist auch meine Heimanlage. Da sind so viele Freunde und Verwandte da, da bin ich voll dankbar. Die haben mich einfach so ins Ziel getragen. Ich bin einfach mega happy. Die Reihe an rot-weiß-roten Topleistungen setzt Lukas Weiß-Heidinger in St. Pölten fort. An seinen 70-Meter-Wurf zu Saisonbeginn kann der Olympiadritte zwar nicht anschließen, mit 63,61 Metern reicht es aber zum Heimsieg. Ich habe probiert, dass ich wirklich reinkomme im Wettkampf, bin aber nicht aus dem Überlegen und aus dem Bissermacher rausgekommen. Und ja, dementsprechend war leider der eine heute nicht dabei, aber gut, es gehört dazu, Sieg ist Sieg und das nehmen wir volle Fälle mit. Und apropos Sieg, auch Victoria Hudson ist beim Lise-Prokop-Memorial nicht zu schlagen. Ähnlich wie ihr Trainingspartner Lukas Weiß-Heidinger kommt auch sie nicht an ihre Topweite heran. 59,81 Meter bedeuten aber immerhin Stadionrekord. Ich habe halt die letzten Wettkämpfe immer relativ deutlich über 60 geworfen. Heute wollte ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel und habe dann den Druck beim Stemmen nicht so ganz gespürt, wie ich es wollte, und an dem werden wir jetzt arbeiten. Ebenfalls stark präsentiert sich Magdalena Lindner über die 100 Meter der Frauen. Die Lokalmatadorin läuft in 11,43 die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere und wird Vierte. Über die 100 Meter Hürden landet Karin Strametz ebenfalls auf Rang 4 und verpasst ihre persönliche Bestleistung nur um wenige Hundertstel. Alles in allem erleben die Leichtathletik-Fans in St. Pölten ein Meeting der Rekorde mit einem Sieger, der an diesem Tag nicht nur der schnellste Mann Österreichs ist, sondern auch der glücklichste.